Hallo und herzlich willkommen zu einem Food Haul. Mein Freund war gestern Abend für uns einkaufen. Wir haben heute Dienstag. Gestern war Montag. Das Video hier seht ihr an einem Samstag. Beim letzten Video habe ich aus Versehen gesagt, dass ihr das an einem Samstag seht, weil ich dachte, ich hätte noch eins vorgedreht gehabt. Hatte ich aber nicht. Also tut mir wirklich leid. Ja, ich weiß nicht, ob man das an meiner Stimme hört. Ich bin krank. Also hier ist momentan jeder krank. Marius und Leons husten bessern sich schon und schnupfen auch. Und ich hatte gestern hier Schmerzen, also so eine leichte Nasennebenhöhlenentzündung, aber es ist auch wieder besser geworden. Genau, ich würde sagen, wir fangen auch direkt an. Erstmal mit dem Korb. Ich habe hier so einen Korb, wo ich mittlerweile immer die Sachen sammle, wenn ich was bei Rossmann oder DM einkaufe, aber es sich nicht für Haul lohnt. Dann sammle ich das immer, wenn ich ein Food Haul drehe oder wenn ich dann mehr eingekauft habe, dass sich ein DM oder Rossmann Haul lohnt. Dann hole ich das dann raus. Ich wollte euch einfach nur zeigen, einmal Augenbrauenfarbe in Schwarz muss ich unbedingt nachfärben. Und ja, ich mag es, wenn die schwarz sind. Ja, was soll ich dazu sagen? Manche hätten jetzt nicht schwarz genommen wie ich, aber mir reicht das Schwarze. Und dann habe ich vom Bübchen diese zwei Pokémon Schaumbäder geholt. Einmal Glurak und Pummeluff. Genau. Die sind richtig, richtig süß. Genau, mein Freund hat auch noch zwei Sachen mitgenommen von Rossmann, weil er, also einmal eine Kerze, ich brauchte keine Kerze, aber Apfelzimt. Ich habe noch genug Duftkerzen hier, aber ja, die riecht auch richtig gut. Die erinnert mich an einen Tee. Genau, hat er mitgenommen einmal. Ja, ich hätte jetzt keine Duftkerze mitgenommen, weil ich weiß, dass wir noch genug haben. Und dann hat er einmal Windeln für Marie mitgenommen von Rossmann, weil es bei Netto keine mehr gab. Ich habe ihn zu Netto geschickt. Ich habe einen Einkaufszettel geschrieben. Hier unten die normalen Sachen, die einfach fehlen und nachgekauft werden müssen. Die sind gerade durchgestrichen. Und hier oben die Angebote. Ja. Nicht wundern, dass da Brot liegt. Wir haben gestern Bananen gebacken, Marie und ich. Von den restlichen Bananen, die einfach schon zu braun waren zum Essen. Machen wir eigentlich regelmäßig. Und zwar der Korb kommt jetzt weg, damit wir neue Sachen sammeln können. Und ich würde sagen, wir starten durch. Ah, mit Geschenkpapier, das war auch im Angebot für 1,49. Die Rollen sind richtig, richtig schwer und da ist richtig viel drauf. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Da habe ich einmal für die mit so Zuckerstangen entschieden und einmal mit so Schnee-Nikoläusen. Genau, Schneemänner und Schnee-Nikoläusen, genau. So, hier hin. So. Dann einmal Himbeeren. Äpfel haben wir extrem viele noch da und die halten sich jetzt schon die dritte Woche so gut. Die Kinder essen halt weniger dadurch, dass sie verschnupft und krank sind. Aber so Beerensachen kommen immer gut an. Letzte Woche war mein Freund auch schon für uns einkaufen. Ein bisschen haben wir davon noch. Deswegen brauchten wir diese Woche auch nicht so viel. Heidelbeeren. Die Himbeeren waren im Angebot. Dann Cocktailtomaten waren auch im Angebot beim Netto. Genau, die sind also so kleine Tomaten, die sind bei uns besser als die großen. Dann war Elenas Joghurt, also griechischer Joghurt, im Angebot. Den habe ich einmal für mein. Ich möchte mal wieder Müsli und Joghurt essen. Babybel war nicht im Angebot, aber dafür im Kühlschrank, die fehlen. Monte war im Angebot. Dann Exquisa war im Angebot, da haben wir aber nur Kräuter genommen, weil normalen haben wir laktosefrei und ich esse gerne Kräuter, Frischkäse und dann Gurken drauf. Schmeckt richtig gut. Eine Leberwurst. Dann Lachsschinken war im Angebot. Hatten wir auch lange nicht mehr. Esse ich zwischendurch richtig, richtig gerne. Dann war Hackfleisch und grobe Bratwurst im Angebot. Ja, eigentlich hole ich, dass der nur 30% drauf ist, aber dadurch, dass die Kinder jetzt letzte Woche komplett da waren und jetzt die halbe Woche, ich hoffe, dass die wieder fit sind, dass die Donnerstag in die Schule und Kita können. Der Jerome ist nämlich jetzt auch krank, aber es bessert sich. Ich glaube, der Jerome kann sogar morgen schon in der Schule, je nachdem. Auf jeden Fall einmal Hackfleisch und grobe Bratwurst. Wie gesagt, war im Angebot. Ich friere das aber ein, weil heute gibt es, kann ich euch zeigen, genau, war nicht im Angebot, aber ich hatte Lust auf Wraps und wir haben so viele Sachen dazu. Das werden Jerome und ich essen. Die Marie bekommt das hier. Es kommt bei ihr richtig gut. Ich bin froh, dass ich gestern auch schon eins gegeben habe, weil sie isst keine Gespenstersuppe. Und der Leon, der kriegt dann
Nudeln oder Kartoffeln oder so quasi. Ich auf jedes Kind angepasst, dass jedes Kind was isst. Dann hat mein Freund Kellogg's geholt. Ich wollte eigentlich die günstigen, weil Kellogg's sind ab Donnerstag bei Netto für 1,99 im Angebot. Und da hätte ich dann ein, zwei Pakete geholt. Ja. Aber er hat die genommen, weil es vor, irgendwie von der No-Name, also von der Eigenmarke, nur diese waren ohne Geschmack. Digga, da diese, ich weiß gar nicht, wie die heißen. So, dadurch, dass wir Schnupfen haben, vier Pakete Taschentücher haben wir dringend nötig. Genau, ich stapel das mal hier vor euch. Dann, ich will das nicht aussprechen, weil das schon für die, für Nikolaus ist. Und ja, die sind klein, aber meine Kinder essen diese großen Dinger nicht. Die hängen ewig in diesen Schublade, bis ich sie wegwerfe, weil sie abgelaufen sind. Und die hier werden sie definitiv essen. Und ja, auch für Marie. Man kann ja nicht alles verbieten zum Nikolaus, ne? Und ich finde es unfair, wenn Marie keinen Nikolaus hat, drin hat und nur Sachen hat, die laktosefrei sind, quasi wie Mandarinen und Nüsse. Bringt ja auch nichts. Genau. Die für die Kids, die werde ich auch jetzt hier oben verstecken, damit wir die schon mal haben. Genau, zweimal Sahne ist bei uns auch leer gegangen. Dann Latte Cappuccino zweimal, dreimal. Ich war voll traurig, dass ich gestern keinen da hatte. Bananen, die sind für 99 Cent im Angebot. Die sind noch schön grün, die werden also noch ein, zwei Tage reifen. Wo Bananen hier momentan nicht so gibt, wir verarbeiten die mehr in Dingens. Dann Bodenhaltungseier sehe ich gerade. Ich glaube, ich hole immer Freiland. Je nachdem, wie teuer die sind. Naja. Einmal Eier. Bei uns auch leer gegangen. Bueno war im Angebot. Da hat er jetzt weit mitgenommen. Das ist, ich mag eigentlich beide Sorten. Aber da hat er sich ein Energy mitgenommen. Aber den hat er von Rewe mitgenommen, hat er mir gesagt. Und die zwei hat er auch von Rewe mitgenommen. Die trinke ich momentan richtig, richtig gerne. Dann brauchten wir neue Konfitüre oder Erdbeermarmelade oder so. Da hat er Erdbeerrote Johannisbeer mitgenommen. Und er hatte einmal irgendwie Kirsch und Sauerkirsch so in eingemischt, glaube ich. Das hat er aber mitgenommen, weil ich gesagt habe, das essen wir nicht. Hat er mit nach sich zu Hause genommen. Vielleicht essen es ja seine Eltern oder sein Sohn. Und dreimal laktosefreie Milch. Kartoffeln zum Schluss. Drillinge hatten sie wieder nicht. Wir holen ja eigentlich jeden Mal in diese kleine Packung. Aber ne, die sind schön groß, da muss ich nicht viel schälen. Ja, das war es auch schon. Wie gesagt, wir hatten noch so viel da. Und ich mache das mittlerweile so immer. Ich lese den Prospekt durch, schreibe mir die Angebote raus, die ich haben will. Habt ihr ja gesehen auf dem Zettel. Die schreibe ich dann hier oben hin. Und dann schreibe ich hier unten meine restliche Einkaufsliste. Die mal ist die so lang hier unten, mal ist die wirklich nur ein bisschen. Genau, das mache ich aber auch noch nicht direkt lang. Aber seitdem ich das mache, spare ich viel mehr Geld. Wenn man dann nur das holt, was draufsteht. Leon, was machst du da? Ja, ja. Aber okay. Ich hoffe, euch hat das Food Haul Video gefallen. Und ich hoffe, beim nächsten Mal bin ich gesünder. Und die Kids auch, dass wir in Kita und Schule gehen können. Ich muss auch unbedingt Pfandflaschen wegbringen, sobald die alle wieder fit sind. Die stapeln sich hier schon. Das nervt mich. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.